ich bin natürlich vom Thema her betroffen, weil ich bin Linguist, Sprachwissenschaftler und Emeritus allerdings schon und kann mir leisten, mich mit Themen zu beschäftigen, die mich interessieren und nicht nur, was ich lehren und schreiben muss. Und deshalb wollte ich kommen. Ich wollte auch den Jake kennenlernen, weil ich das eher kritisch fand, wie er angstmachend mit dem Thema umgeht. Und das tut der Klaus? Gerd, ja nur nicht. Also das finde ich, also sein Ziel, uns wach zu rütteln, das schafft er locker. Das schafft er. Ich finde natürlich, dass die Art der Verarbeitung von den Auswirkungen der künstlichen Intelligenz in uns und in unseren Handlungen noch nicht genügend durchgearbeitet ist in künstlerischer Weise. Das kann ja auch ein weiteres Entwicklungsthema und Schritt sein. Aber wer bin ich, mir das anzumaßen? Auf jeden Fall hat er ja verschiedene Aspekte uns hier vorgeführt und hat auch einen langen Weg vorher schon durchlaufen. Das habe ich ja auf die Schnelle geguckt, was ist seine Vita und wie hat er früher gemalt. Und das ist wirklich ein neues Kapitel, das merkt man sehr deutlich. Und die Art und Weise, wie er allerdings mit Chips umgeht, das ist ja noch nicht, also dreidimensionale Bilder macht, das ist ja ist für mich noch nicht genügend verarbeitet in Bezug auf die seelischen und mentalen Transformationen, die diese Menschen durchlaufen haben oder durchlaufen, sondern es ist eher ein Blick von außen zurzeit noch auf künstliche Intelligenz, Abläufe oder Formen.